Nee, wo fahren wir eigentlich hin? Ja, zur Kirche. Ja, die warten nämlich schon. Das kann ja nicht sein. Dann ist es wieder eine andere Kirche. Ja, weil du falsch gefahren bist, was? Pflaume. Weil der Idiot so viel Wasser in die Flüsse hat. Ja, wir kommen gleich. Ja, wir kommen gleich. Sag mal, hauptsache Tinte hinter der Brille oder was? Oder wie kann der Lenny schon wieder vorher da sein? Sag mal, wenn er sich für ein Ausflugsventil hält, kann ich nichts dafür. Mann, ey, ganz ehrlich, du fährst schon wieder hier, keine Ahnung, was, ey. Wir wollen nach Saudi-Arabien, wollen zur Kirche. Gamer, wo muss ich denn jetzt hin? Nimm die Brille ab. Mein Gott, ey, der hat noch so einen am Brett von gestern, ey. Das ist nicht mehr normal, ey. Du kriegst heute nichts mehr zu saufen, ey. Ja, du kriegst nichts mehr zu saufen heute, ey. Mann, ey. Junge, da ruft er mich an und sagt, ja, wo seid ihr denn? Dann sagt er zu mir, die sind schon bei der Kirche und warten auf uns. Ich klopfe also, meine jetzt. Ja. Junge, wo bist du denn lang gefahren? Boah, ey, alles klar, wir wissen schon mal Bescheid. Günther, Hobbs fährt nie mehr. Nee. Hobbs, haben Sie schon getrunken? Nee. Ja, wahrscheinlich sollte er mal trinken. Dann fahr ich besser. Mann, der macht mich fertig, der Junge. Ohne Witz, seit gestern Abend macht er mich dauernd fertig. Du weißt doch selber nicht, wo die ist. Ja, weiß ich auch, aber sie sitzt ja auch nicht am Steuer. Ich war für die Mucke hier zuständig. Die lief 1A. Das stimmt. Ja. So. Mando. Also jetzt fährst du wieder eine Extra-Runde nach oben. Ja, wollte ich gerade sagen. Wolltest du wieder zur anderen Kirche fahren oder was? Sag mal, wollt ihr aussteigen? Ja, wenn ihr so weiterfährst, steige ich heute wirklich aus. Wie können die denn schon da sein? Hier sieht das ja, die sind vorhin am Ocean. Was ist denn hier los? Ach, Vorsicht. Wir fahren mal dran vorbei hier. Ach du Scheiße, was ist denn? Was ist das denn? Sag mal, da war das die Kirche denn Sondereinsatzkommando. Was ist denn hier los? Hä? Sag mal, siehst du das? Wollen wir hier jetzt aussteigen, oder? Also ich will ganz ehrlich, ich frage mich, ob die noch alle dicht sind. Hä? Was ist denn das hier? Geh mal gucken. Was machen die da? Lass du einfach mal. Begeistert dich, Günther. Ich lass ihn nicht alleine hier. Hinterher kommt so ein Kollege und nimmt die mit, oder was? Hey, was? Ja. Heute. So. Was haben wir denn hier Schönes? Wo ist denn Lenny hier? Sag mal, wie haben. Sag mal jetzt ganz ehrlich, ne? Was? Guck mal die Karren an da. Ja, die Kirche hat immer Geld, Kalle. Wo haben die Kohle her? Schön die Klingelbeutel erstmal ausrauben, oder was? Was ist denn mal hier los? Guten Abend, Gentlemen. Ja, guten Abend. Kann man in irgendeiner Art, Form oder Weise behilflich sein? Ja, wir wollten einfach mal schauen, was es mit der Kirche auf sich hat. Guten Abend. Guten Abend. Einen schönen Mercedes haben Sie da. Mhm. 6, 8 oder 12 Zylinder? Ne, wir fahren nur 12. Entschuldigen Sie. Vernünftig. Drunter kann man die eigentlich auch direkt beim Autohändler lassen, nicht wahr? Hm. Mit wem habe ich auch das Vergnügen hier? Mein Name ist Hill. Reverend Abraham. Also, wer sind denn die beiden hier? Mhm. Hallo, Kalle. Ach, ihr beiden seid da. Was passiert hier heute? Was findet könnt ihr mal kurz ein Stück zur Seite gehen hier? Müssen wir mal kurz was erklären. Ja, danke euch. Wir hatten heute einen relativ aufbrausenden Gottesdienst mit anschließender Demo. Wissen Sie, der Pöbel, die Unterschicht, kam hier vorbei, um gegen unseren Reichtum zu protestieren. Unterschicht? So ist es. Sie sind also die sogenannte Oberschicht. Naja, wir sind von der Religion des Lichts. Vom Herren des Lichts, könnte man sagen. Und wenn ich Ihnen das so sagen darf... Wie heißt denn der Herr? Der Herr des Lichts. Ja. Der heißt eben so, Herr des Lichts. Ja, aber das hat denn für einen Namen? Der muss ja auch einen Namen haben, oder nicht? Ja, das ist unsere Gottheit. Eure Gottheit? Auf der Erde verkörpert durch den Propheten Gaso, der im heiligen CL500 die Menschen getauft hat. Folgen Sie mir, Gentlemen, dann zeige ich Ihnen den heiligen CL500. Nee, stopp mal. Doch, Jungs, seid ihr bekloppt? Ach du Scheiße. Lenny, komm. Darf ich vorstellen? Ja, hier so stehen bleiben. So. Ah. Und der Herr sprach, V8, das macht Krach in der Nacht. Achso, das ist jetzt der heilige CL500. Richtig, der Originalwagen vom Propheten. So, und wo ist der Gaso? Naja, das ist eben der Prophet, der hat sich vor einigen Jahren, hat er sich leider in Luft aufgelöst. Der Prophet. Und seitdem hört man von ihm nicht mehr viel, würde ich sagen. Ja, aber was ist denn das für ein Prophet, wenn er sich in Luft auflöst?
Naja, er hat seine Zeit genossen, er hat uns angeleitet und nun sind wir bereit, um die Botschaft des Lichts in die Welt zu tragen, Gentlemen. Und was ist das? Welche Botschaft? Welche Botschaft? Naja, das ist die Dunkelheit, die es hier gibt. Kriminelle, Korruption, Pipapo, dass es sowas zu bekämpfen gilt, weil das ist nämlich die Dunkelheit. Und wir sind das Licht und wir bringen das Licht, Gentlemen. Also sowas wie... Haben Sie einen Taschenlampenladen oder was? Oh, ich hier drüben. Haben Sie ein Abonnement mit der Sonne oder was? Oder wie kann ich das vorstellen? Laut den Legenden wohnt der Herr des Lichts im Mittelpunkt der Sonne. Das ist richtig. Ja, ist ja ganz schön heiß da oben. Woher wussten Sie das? Ja. Richtig. Haben Sie das ganz schön heiß da oben. Bitte, was habe ich gelesen? Das Buch. Was für ein Buch? Buch des Lichts natürlich. Ja, haben Sie mal eins. Das einzige Buch, was ich gelesen habe, war damals in der Pause auf dem Potten Orion. Das war ein Buch. Dabei, aber Bruder Sam hat eigentlich eins dabei. Ich schau mal kurz in unseren Bücherschrank, ob wir noch ein Buch des Lichts haben. Eine Sekunde. Ja, ja. Gucken Sie mal. Wenn Sie wollen, Gentlemen, können Sie auch mit reinkommen, wenn Sie sich dann da wohler fühlen. Natürlich. Wir haben eine wunderschöne Kirche. Ja? Gebaut 1854. Ja, Günther, du entscheidest. Wieder erbaut etwas später. Ich bleib bei dir an der Seite, falls mal hier so ein Querlenker kommt. Wir gehen mal rein. Gucken kann man ja mal. Alles klar. Sie sehen hier, wie der gesamte Fuhrpark in weiß gehalten ist. Als der offiziellen Farbe des Lichts. Ja, du, die Karre wird mir aber auch gefallen, ne? Eieiei. Ei, ei. Das macht schon Eindruck. Ja, also mit dem Licht hat er ja nicht übertrieben. Gentlemen. Ja. Sie stehen hier vor unseren über Jahrzehnte, über Jahrhunderte geschützten Kunstwerken. Ja, also mit dem Licht haben sie nicht übertrieben, muss ich sagen. Ja, das ist in der Tat richtig. Also hier sehen wir zum Beispiel den Herren des Lichts und links davon, das bin ich als Kind. Ah. Wie er mich an die Quelle geführt hat. Das sind Sie. Er hat mir das Wasser gezeigt. Ah ja, okay. Großartig, sag ich Ihnen. Absolut großartig. Da sehen wir das Gleichnis von Dunkelheit und der Erleuchtung. Ja. Wie Sie vielleicht erkennen können. Mr. White. Ja. Haben Sie ein Buch gefunden? War da kein Exemplar mehr da. Wirklich schade, aber ich werde Ihnen eins zukommen lassen, sobald wir wieder... mal ein paar drucken lassen von den Büchern des Lichts. Schade. Schade, wirklich schade. Ja, also, was sehen Sie, wenn Sie dieses wunderschöne Bildnis da sehen? Welches meinen Sie jetzt? Das hier? Das da direkt vor uns, ja. Boah, das sieht man... ich sag lieber nix. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu anmaßend ist. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Sieht aus wie auf der A45 Club Orion. Kennen Sie den? Ah, ne, kennen Sie nicht, sorry. Natürlich kenne ich den, aber ist ein guter Club. Wisst ihr, die dürfen da gar nicht rein. In vielen, dann kennen Sie sich aber nicht aus. Wissen Sie, in vielen Religionen ist es ja verpönt, Drogen zu nehmen, Huren zu vögeln, also was ist verboten. Aber der Herr des Lichts sagt, sowohl die Drogen, als auch die Waffen, als auch das Koks und die Nutten wurden gegeben vom Herrn des Lichts. Als dass wir uns an Ihnen erfreuen. Na, der gefällt mir. Herr Tetzlaff, vielleicht, ich hätte langsam Hunger. Ja, wir gehen sofort, Lenny. Gleich geht's los. Ja, okay. Haben Sie ja noch so ein paar trockene Kekse, die Sie immer hier im Mund stecken sonntags? Wir haben hier unsere Essensbeauftragte, das ist unsere Schwester Agatha. Ich halte es schon noch aus, dankeschön. Okay, wir fahren gleich, Lenny. Aber Schwester Agatha hat heute frei. Die hat immer am Samstag frei. Ich weiß nicht, Mr. White, hat Agatha irgendwas vorgekocht? Vielleicht ein paar... Waren da nicht irgendwie so ein paar Fischstäbchen oder so noch übrig? Nee, die habe ich schon gegessen, tut mir leid. Es tut mir leid, Gentlemen. Normalerweise hat unsere Schwester Agatha wirklich immer viel für uns parat, also, aber... Wenn, dann müssen sie mal vorbeikommen für ihre Buletten, für die 1-Kilo-Buletten, weil sie sich ausgeändert. Mit Zwiebelmette, oh Gott. Sehr, sehr delikat, sehr delikat. Und 3 Flaschen Tabasco-Sauce. Okay, also, sie sind also eine... Gentlemen. Ja. Ich will nicht stören, aber draußen ist leicht einer mit so einer pinken Mütze rum. Der geht an ihre Autos und alles. An welche Autos? Mr. White. An alle, die draußen stehen, an die Weichen.
Kümmern Sie sich doch vielleicht mal um das Kerlchen. Piep! Weg! Ja, was für ein Hamsel ist er hier schon wieder unterwegs? Piep, ich seh dich. Ja, klar. Wen meinen Sie denn den hier? Aber, warte mal. Kann ich Ihnen helfen? Wir kennen uns doch. Oh, hab ich Ihnen in die Fresse gehauen oder Ihrem Kollegen? Nee, Sie haben sich einfach vor mir hingestellt und haben sich hingeschmissen. Na, den kenne ich auch. Oh, ja. Hast dich beruhigt? Bist du wieder bei Sinn? Denn? Besser wär's, wenn er sich beruhigt hat. Ja, bist du wieder bei Sinn? Ich fahr mal eben den CL an die Seite, ja? Ja. Mhm. Wollt ihr jetzt etwa pöbeln? Nö. Nein, wir wollten nur fragen, ob alles gut ist. Ah, klar. Alles klar. Ui. Leck mir an der Füße. Fuck. Oh, what the fuck? So, ich würde sagen, wir hauen dir lieber ab. Ja, ja. Danke schön. Wir machen mal. Essen fahren. Ja. Bernd, merkst du, wie die Angst haben? Ja, also. Ja, von dir nicht im Flachweifel. Kramer! Contenance! Ja, da kann ich Sie sagen. Also, Herr Tetzler, wer denn? Nach draußen überlegen, denke ich, dass es sich hierbei um die Sekte handelt. Hier im oben und oben im Norden normal ist. Wenn Sie Günther, verstehen. Du musst nur A sagen, dann hau ich ihn um. Nein, oh. Ja. Wie gesagt, Günther, du musst nur was sagen. Dann treffen wir uns unten an der Beachbar, ja? Genau, ja. Gibt es auch einen Dresscode? Müssen wir irgendwas anziehen? Nee, ich glaube nicht. Kann man da was essen? Ja. Okay, perfekt. Ja, einer muss schon hinten mitfahren, das ist unser Auto hier, oder nicht? Nee. Wie, nee? Ah, nee, wir sind hinten. Ja. Nee, da. Ja, ist ja egal. So, Abfahrt. Oh, Kalle, mein treuer Gefährte. Ja. Ich hab grad die Autos verwechselt. Was war das für ein Saftladen? Ein bisschen schräg, oder? Ein bisschen. Ich glaube, wenn wir mal allein sind und den Affen da treffen, dann... könnte sein, dass... Nein. Ein bisschen Kontenance bewahren. Außer wir haben, keine Ahnung, da holen wir uns irgendwo eine Maske oder so. Ja, sollten wir mal einen Angriff nehmen. Mando, ey. Was ein Bekloppter. Einer, wir stehen noch hinten am Tresen. Aber letztens standen die auch erst hinten. Ja. Wir können ja mal, wir können mal gucken gehen. Der war nee, das ist offen. Was sind denn Race Wars? Ach, ich dachte Rassenkrieg. Ja, da wurde ich schon vor ein paar Tagen hin eingeladen, aber ich... bin ja nicht hin. Just Jan, nicht der Couscous. Couscous. Mein Gott, ey. Was ist los, Kramer? Ey, heute erleben wir schon wieder was, weißt du? Ich dachte, wir haben heute. Also, weißt du, ich dachte, wir haben heute einfach mal frei. Können wir einfach mal. Und dann erlebst du sowas wieder. Mhm. Komplett durch. Und dann kommt noch dieser Idiot, der da letztens so rumgesponnen hat. Oh nee, ey. Du hast heute, also heute ist wieder, merkst du direkt, die saufen aus der Kanalisation alle da oben. Hör mir auf, ey. Also ich wäre mittlerweile wirklich begünstigt, ein paar normale Leute mal zu treffen, wirklich. Ein paar normale Leute. Ja, normale. Einfach normale Leute. Einfach normale Leute. Ja, ist das so schwer? Ja, scheint wohl wahrscheinlich. Und dann ja, wo alle eine am Rad. Dann müssen wir also so einen Bekloppten da in eine Kirche fahren, ey. Ja, da fahr ich nicht mehr. Da fahr ich auch nicht mehr hin, ey. Nee. Außer wir haben Auftrag. Ja, aber da rennen wir die Bude ein, du. Ja, sieh ja. Was war eigentlich vorhin beim Unicorn? Ja, ich muss den gleich nochmal anrufen. Wieso, was hast du hier gefragt? Lass dich überraschen, mein Schatz. Hör auf. Ja, wie hör auf? Wir gehen auf jeden Fall gleich noch zu dir. Schöne Einweihungsparty. Ja, aber... Na, lass mir mal richtig die Korken knallen. Im wahrsten Sinne. Solange die den scheiß Herrn des Lichts nicht sein. Nee, Junge, bist du bekloppt oder was? Den Herrn des Lichts, du. Der, pass auf, da kommt der und dann ist das so ein komischer hier Autobot. Ja, hör mir auf, ey. Junge, wir sind transformiert, ja. Sie sagt ja hier, ich bin's. Von weit her und, ja. Ja, nee. Pass mal auf, du musst hier Trinken mit Schirm bestellen, weil, ne?
Das ist immer sehr gut hier. Was? Ja, dein Drink musst du mit Schirm bestellen hier. Mit Schirm? Ja, mit Schirmchen. Regenschirm oder was? Nee. Mit Schirmchen. Ach, mit Schirmchen drin oder was? Warum? Ja. Das ist immer richtig klasse hier. Ach so. Was ist denn hier? Hier ist wieder kein Schwanz. Aber was ist denn heute? Alles. Beruhigen Sie sich, Kramer. Beruhigen Sie sich. Wir haben heute nur Pech. Alles in Ordnung. Immer ruhig bleiben. Wir kriegen das schon hin. Also die Current Bar hat noch offen. Mach doch, versuch's. So. Ready? Ja, yes, yeah. Na gut. Auf geht's. Sieben Tage. Sieben Nächte. Sieben Wunder und noch mehr. Ich hab gehofft. Es ist für immer. Da will keiner. Gut, dann halt nicht. Und von daher. Was ist das? Mal, heute ist das Medusa offen. Was ist das Medusa? Eine Diskothek. Oh nee. Mm-mm. Da kommt bestimmt nicht meine Musik. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nicht. Oh. Was läuft denn da so für Musik? 80er, Kalle. 80er! Das ist genau unser Sturm. Ja, siehe! Da bin ich dabei. Wann geht das los? Ich glaube, 22 Uhr waren das. 22 Uhr, alles klar. Ja. 22 oder 23? 22. 22. 23 Uhr werde ich schon wieder müde. Nee, das ist doch eine gute Zeit, 22 Uhr. Da sind wir drin. Ja. Einfach mal vorbeischauen. Gehen wir erstmal was essen. Genau. Super, danke für die Info, ne? Ja, nicht dafür. Danke. Ja. Ja, Günther, da sehen wir uns noch, oder nicht? Alt. Ja. Schöne 80er. Da bin ich dabei. Lenny, wie alt sind Sie? 23. Ja, Lenny, da kannst du noch was lernen gleich. Naja, aber ich hab ja schon Gastro-Erfahrung und wenn ganz ehrlich, mein Vater hat immer gesagt, das Leben ist zu kurz, um schlechten Alkohol zu trinken. Und schlechten Alkohol gibt's meistens immer in Clubs. Ja, das machen wir. Wir glühen da erstmal vor. Ja. Würde ich sagen. Wo glühen wir vor? Ja, bei Kramer. Könnt ihr bei Kramer zu Hause vorglühen. Und dann knallen wir uns schön an rein. Ganz locker. Ich will erstmal was essen. Ja, erstmal was essen. Bevor wir eine halbe Nachtwanderung machen heute hier wieder. Ja, yeah, ja. Yeah. Frödix, das ist. Junge, sieh zu, dass wir da irgendwo anhalten. Frödix, du musst. Das klingt jetzt blöd. Klingt jetzt blöd, aber du musst. Dings. Musst ab bei mir sein, damit du den Emote hast, ja, sie ja. Bringt nichts, wenn du das ausschreibst. Wo fahren wir hin? So eine Mist-Italiener schon wieder. Was los, Chat? Bock auf 80er gleich, oder was? Sag mal. Da sind wir doch dabei, Chat, oder nicht? Wir gehen was essen und nicht auf den Ball. Ja, vorhin hieß es, wir gehen... Och, Entschuldigung. Ich zieh mich nicht um. Mein Gott. Chille, komm, mach mal jetzt hier Musik, bitte. Danke, Mann, Chille, danke. Was? Musik. Schon wieder? Ja, bitte. Habt ihr Bock, oder was? Ja, aber mach was Ordentliches. Ja, also ich mach jetzt. Einen. Nein, ich mach jetzt ein bisschen Chakalaka-Musik, okay? Ach Gott, das ja, wir haben doch jetzt die ganze Zeit, guck mal, wir hören gleich ein bisschen 80er im Club. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Wolle gehört. Weiß, was die für 80er und jetzt hören wir mal so ein bisschen. Ja, so ein. Ah, ich hab jetzt mal ein bisschen Bock auf so Gangster-Mengster. Habt ihr Bock oder was? Hau rein. Von meinem Kollegen, kennt ihr den? KKS. Ja. Was für eine Kacke? Ja, der Typ ist geil, ja, sieh er. Da kannst du noch was lernen von Kramer. Zürich, Basel, Bern und Wien. Und am nächsten Tag ins weit entfernte Kiel. Ihr wisst Bescheid, das ist der. Das ist der Rhythmus meines Lebens. So. Geile. Ja, sieh er. Danke, Chat. Ja, das Urteil ist natürlich geiler, da hast du recht, aber den konnte ich jetzt nicht raushauen. Oh. Urteil konnte ich jetzt nicht raushauen. Das machen wir später, Chat. So, was ist denn? Sag mal. Wie oft soll ich denn hier eigentlich essen gehen? Ja. Sag mal. Ja, ich glaube... Soll ich hier bald einziehen, oder was? Ja, Stammkunden. Ja, was denken die denn, ey? Ey, Firma Schwarzwasser nur am Fressen, oder was? Nur am Saufen und am Fressen. Aber lass mal gucken, dass wir draußen sitzen können. Ja.
Kein Bock, schon wieder in die Bude. Ohne Witz, ey. Die denken, oh, ey, kann doch nicht sein, ey. Viermal Schwarzwasser, ey, wirklich nur am Saufen und am Fressen, ey. Wo bleiben die denn schon wieder? Was ist hier jetzt schon wieder? Hä? Oh, ich hab ein SMS bekommen. Jungs. Was denn? Ja, wo bleiben die? Weiß ich nicht, vielleicht haben die sich jetzt verfahren. Mann. Chillimille, danke dir nochmal für deinen Gifted-Sub, Mann. Kuss. Metten, vielen Dank für dein Follow und Area-Clown. Area-Clown. Vielen Dank auch für deinen Follow, grüß. Wurde ich schon... Moin. Wohin? In der Klapse? Was, bei dem Kollegen vom Licht oder was? Nee. Soll er vorspringen? Soll mal. Hobbs, wäre das nicht was für dich? Sollst du mal den CL500 anfassen? Wäre das nicht was für dich? Ja, du bist doch hier der Handaufleger. Ja, stimmt, aber das ist ja ein ganz anderes Thema mit der Hand. Ah ja. Ich häng mich da nicht rein, wenn ihr da unbedingt Hand auflegen wollt, bitte. So. Ja, und wieder hier essen. Wunderbar. Also der. Wart ihr hier schon, oder was? Ja, wir waren jetzt, ja, jetzt hier schon mal öfter die letzten Tage. Die denken auch, hier mal Schwarzwasser nur am Essen und am Saufen, ey. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ey. Ja, gehen wir mal gucken, was Lenny hier organisiert hat. Ja. Gestern war schon wild, ey. Ja. Ja, es ist lange her, dass wir uns nicht gesehen haben. Hey, ja. Vito! Buonasera! Ja, genau. Buonasera zusammen. Wie geht's? Ja, ich hab die Herrschaften wieder mitgebracht. Wir würden gern was essen. Ihr seid zu sechs, ne? Ja, genau. Also entweder setzt euch draußen hin und nehmt einen Stuhl von den anderen, dann bringe ich euch noch einen Zusatzstuhl. Oder ihr setzt euch wieder auf den großen Tafel drin. Wir können es ja so machen. Wir können ja draußen einen Aperitivo trinken und uns dann zum Essen reinsetzen. Das können wir auch gerne machen. Dann ja, kommt ruhig mit, dann bringe ich euch erstmal raus. Ja. Danke. Oh, drei Männer. Nach dir, Günther. So. Jawohl. Danke. Wir können uns doch irgendwie da hinten ans Geländer stellen und die Aussicht. Das ist eine gute Idee, Lenny. Chat, wenn der. Kann ich machen, ich komm dann gleich zu euch. Wenn der Stream puffert, müsst ihr ein bisschen runterstellen. Das liegt nicht an mir. Bei mir ist alles in Ordnung. Mein OBS sagt, es ist alles tippitoppi. Welche Flasche willst du haben davon? Von was meinst du? Von dem, was im Kühlschrank da drin unten ist. Was hast du denn da? Da ist der Whisky drin. Und der Wein. Nur der Weißwein. Ja, so einen schönen Whisky, hol mal rüber. Okay, gut. Dann komme ich gleich noch zu den anderen. Alles klar. Ja, wie gesagt, entweder hat Twitch-Probleme oder euer Internet, weil bei mir liegt es definitiv nicht, weil mein OBS ist astrein. Weil wenn es bei euch puffern würde, hätte ich Lags hier. Deswegen. Dann müsst ihr gucken, da müsst ihr vielleicht ein bisschen runterschrauben, die Qualität. Wie gesagt, hat Twitch wahrscheinlich wieder Probleme. Ist ja Samstagsabend, ne? Bekannt, dass Twitch Samstagabend Probleme hat. Das. Ja, genau. Es gibt auch innen drin dann einen Lounge-Bereich mit Whisky und Zigarren. Oh. Aber der Wein hier ist auch hervorragend. Ja, sieht gut aus. So. Was darfst du denn als Getränk zum Anfang sein bei Ihnen? Ich hätte gern, Bier haben wir leider nicht. Sieh klar. In was für eine Richtung soll es gehen? Trocken, halbtrocken, eher süßlich oder eher lieblich? Trocken, lieblich, herzhaft. Kriegen wir hin? Dazu hätte ich gern noch haben Sie so ein Kräuter Ramazzotti? Jedi, ja, dann würde ich dir empfehlen, dass du die Qualität ein bisschen unterstellst vom Stream. Dann liegt es auf jeden Fall an deiner Leitung. Oder an Twitch. I'm sorry for that. Da kann ich leider nichts machen. Was
halt das andere Bars habe. Nee, Mitchell ist nicht am Start, leider. Ich glaube, die macht heute eine Pause. Die ganzen Sachen neu zu holen. Weil wir haben ja jetzt auch seit gestern ein Bar hier draußen und wollen dann auch ein bisschen, so gesehen, mehr in die Richtung gehen. Okay. Was ich Ihnen sonst noch anbieten kann, außer Rotwein, wenn es jetzt alkoholisch sein soll, gehe ich mal von aus. Mhm. Wer Weißwein? Mhm. Wer Whisky? Oh ja. Und das halt verschiedene, entweder schottisch oder irisch. Dann würde ich jetzt erstmal bei dem Rotwein bleiben und wenn wir nachher drin sitzen, würde ich einfach nochmal... Klar, das kriegen wir hin. Perfekt. Vito. C. Kriegst du das irgendwie hin, dass du so, keine Ahnung, für nächste Woche da so ein bisschen, ein paar Fässer Bier rüber, Chris? C, klar, ein Fass kann ich rüberbekommen. Ja, das ist mal so, wenn wir mal hier so mal nach Feierabend, weißt du? So ein kühles Blondes würde mir gerne mal reinnehmen. Weil die ganze... weil auf Dauer Whisky ist ein bisschen schwierig. Ich wollte jetzt nicht zum Alkoholiker mutieren. Aber wär cool auf jeden Fall. Ja, sie, das kriegen wir hin. Danke dir. Das kriegen wir hin. Irgendwie haben heute sehr wenige Restaurants und Bars offen. Kaum welche, meinst du? Mhm. Also, ja. Die sind alle bei diesen Race Wars, bei diesem Event, bei den Sandy Shores. Bei den. Ich sag's jetzt lieber nicht. Nee. Mods, mach mal bitte einen Shoutout für den LR. Ich habe einen Ordner zu, wenn du was sagen willst. Mods, ja, Ausrufezeichen SO, Leerzeichen, dann den Namen von den LR. Einfach den LR bitte einen Shoutout reinmachen, dann wissen die Leute auch, dass der Stream von Mitchell ist. Ich würde vorschlagen, könnt ihr gerne einen Shoutout machen. Jetzt schön, bringen die Autos weg und holen uns dann Taxen. Ja, das ist doch eine richtig gute Idee. Ja. Oder? Hört sich gut an. Ich wohl. Okay. Oh ja, ich freue mich. Dann nehme ich einen irischen Doppelt, bitte. Einen irischen Doppelt? Ich nehme den Rotwein trocken. Komplett trocken oder halb trocken? Halb trocken. Ich nehme besser ganz trocken, dann ist feucht genug. Hey, die Sprüche heute sind auch wieder on point. Ja. Es ist ja auch Wochenende. Mhm. Ja, ich hätte gern ganz trockenen Rotwein und eine Zigarre, bitte. Sieh, das kriegen wir hin. Also zweimal Whisky, einmal irisch doppelt, einmal schottischen. Dann zwei trockene Rotweine. Und zweimal so halbtrocken, mehr Richtung Kehrsaft. Ein Chardonnay für mich, bitte. Chardonnay? Ja. Dann und einmal die Chardonnay Zigarre. Noch. Und die Zigarre sehe. Gut, dann bringe ich euch erstmal alles hier raus. Mhm, danke. Dankeschön. Von Rotwein, die Tannine im Rotwein kriege ich immer Kopfschmerzen. Ja, das hast du gestern schon gesagt, ne? Mit den Tanninen. Die sind in den Schalen vom Rotwein mit drinnen. Also von den Beeren. So, also habt ihr vor, in den Schuppen dann zu gehen, Namen. Volti, den Command können nur Mods machen. Typ, alles gut. Haben wir ja schon gemacht. So geht. Ich finde immer, die besten Partys sind da, wo alle rauchen, also draußen. Ja, das stimmt. Finde ich auch. Also, da kann man sich wenigstens unterhalten. Ja. Da kriegt man nicht so schnell so einen Brummschädel wie der Hubs gestern. Den hat gestern Olli weggenommen. Kalle, guck dir das an. Hier, warte. Auch wie der ja gestern im Bad war. Hier. Habt ihr euch gestern benommen eigentlich? Natürlich. Als wir weg waren? Na klar. Ja, gut so. Sag mal, Lenny? Ja? Alles in Ordnung, ja, oder was? Claire hatte da so ihre Bedenken. Wieso? Er hat immer Bedenken. Ich wollte gerade sagen, wann hat Claire nicht Bedenken? Nein, war alles gut. Ja, also zum Glück sind wir nicht beim Race Wars. Die Leute scheinen schlechte Laune zu haben, so wie es aussieht. Ich hätte da auch irgendwie gar keinen Bock drauf. Ja, die Leute beschweren sich da gerade bei dem ganzen Moretti-Ding da. Bei dem Moretti. Mhm. Oh, wer im Veranstalter da. Im Wienet da oder was? Mhm. Warum, was ist denn? Ja, lest dir das mal durch, weil die alle so schreiben. Oh, lest doch vor, da hab gar keinen Bock jetzt auf Handy zu gucken. Machen wir jetzt hier Smartphone-Veranstaltung oder was?
Katastrophales Event. Mann, ey. Immer diese Handysüchtigen hier. Als wir angekommen sind bei dieser Kirche oder Sekte, ja, war auch die Polizei da mit einem riesen Einsatzwagen. Den haben wir ja gesehen. Mhm. Aber warum? Ich weiß es nicht. Wollen Sie den Herrn des Lichts auslöschen oder was? Ja, hier der. Da war noch Demo irgendwie davor. Das ja, der Sonnenprediger hat doch erzählt, dass die da irgendwie ein bisschen Stress hatten. Mhm. So. Dann einmal für dich den Chardonnay. Dankeschön. Für dich dein Whisky. Dankeschön. Bitte sehr. Danke. Der Doppelte. Dann einmal für dich. Oh, danke. Der Halbtrockenrote. Dann auch einmal für Sie, der Rotwein. Mhm, dankeschön. Dann für Sie einmal die Zigarre. Danke sehr. Und der Rotwein. Dankeschön. Perfekt, dann haben wir alle. Na dann, Prost. Prost, Männer. Schönen Abend. Ich kann vorher noch mal was sagen. Ja, klar. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Dass wir uns einen schönen Abend machen. Lenny, schön, dass Sie da sind. Ja. Das, was ich jetzt sehen konnte, Sie machen einen super Job. Dankeschön. Bis vor einer gewissen Zeit habe ich mich noch so als, nenn's mal, Ein-Mann-Wolfsrudel gesehen. Mhm. Und, ja. Den bringt er jetzt nicht. Mittlerweile so schon, nach dieser kurzen Zeit. Den bringt er jetzt nicht. Ich sagen muss. Den bringt er jetzt nicht. Ja, sind 8 tolle Menschen dazugekommen. Er macht den Hangover. Und dafür möchte ich mich einfach bedanken. Ich freue mich auf die erfolgreiche Zeit. Gemeinsam mit euch, mit Ihnen, mit Frau Mitchell, mit Herrn Lentsch und dem neuen Kollegen, wo ich den Namen jetzt leider nicht weiß. Herr Bock. Wieder. Herr Bock. Genau. Günther. Günther. Mal gucken müssen, wie sich das entwickelt. Aber das ist was anderes. Ja. Du bist unser wahrer Günther. Der andere heißt einfach Günni. Günni, genau. Ja. Gib nur einen Günther. Ja, ich nenne ihn dann doch lieber Bock. Gut, in diesem Sinne würde ich gern mit euch anstoßen. Oh, nein, Sekunde, ich glaube, ihr habt was im Auge. Ja, ich auch, ey. Oh. Hat schon länger keiner mehr so geredet. Und dann, Prost. Ja, Prost. Der Abend geht auf Hops. Zum Wohl. Ja, zum Wohle. Zum Wohl. Boah, lecker. Einfach großartig, wirklich. Dann auch noch mit der Aussicht. Boah, ich glaube, der Vito hat hier Salz gestreut. Tränen hier, ey, laufen hier runter. Mann, ey. Er soll das Salz lieber aufs Essen machen, ey. Braucht erstmal eine Galle. Ja, muss ich auch erstmal. Apropos, ich muss ja noch Kippen holen. Ja, das können wir. Ich brauche auch. Oh, die Zigarren sind gut. Ja, der Wein lohnt sich auch. Kramer, ich hätte dich nicht für einen Weintrinker gehalten. Aber doch, Rotwein bin ich dabei. Weißwein eher weniger. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich hier auch sehr, sehr wohl bei euch. Das ist schön.
Wie gesagt, wenn irgendwas ist, Lenny, können Sie auch gern zu mir kommen, meine Tür steht auch immer offen. Ja, natürlich. Sie haben das mittlere Büro, richtig? Ich bin im anderen Flügel quasi. Ja, ja, eins von den dreien. Dort. Aber ich bin dann gleich, wenn Sie in diesen Flügel reinkommen, rechts. Ah, okay, sehr gut. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, als ich heute mit dem Paket reingekommen bin und die Rezeption da war. Ja, die war zum Beispiel Günther, die war gestern noch nicht da. Ach, die wurde nachträglich. Ja, da hat die Stadt wahrscheinlich wieder hier, keine Ahnung, Polanski Schnellzimmer-Service angerufen. Mhm. Da waren die heute Nacht mal kurz da, Molek und Bolek. Mhm. Haben wahrscheinlich kurz die Theke aufgebaut, ne? Na, müssen sie aufpassen, Lenny, meistens sind noch große Splitter da oder so. Müssen wir mal schauen, dass sie sich da nicht verletzen. Ja, okay, ich schau mal. Mhm. Ja, ich hatte eigentlich, Herr Lentsch meinte, dass er auch noch da so ein paar Sitzmöglichkeiten bei den Aufzügen hinmachen will. Ja. Aber er meinte, das dauert wohl noch ein bisschen, deswegen nehmen wir dann einfach den Platz, wo die Gäste warten oder die Kunden warten, da bei Ihnen im anderen Flügel. Ah ja, okay. Genau. Die Herren, ich gehe mal ganz kurz für kleine Tiger. Weiß jemand, wo das drin ist? Ja, Sie gehen rein und dann gleich links bei den Fässern, da ist dann rechts die Tür. Ah ja. Ist nicht schön, ist schön hier, oder? Gestern, als ich heute hier war, waren die Sonne noch da, da konnte man sich hier schön in die Sonne setzen. Ja, das hast du jetzt schon fünfmal gesagt, Jung. Ach so. Ich sag mal so, wir sind ja schon fast Stammkunden hier. Ja, das stimmt. Muss man ja dazu erwähnen. Ich habe auch noch jemanden getroffen, der sich auch noch bei uns beworben hat. Per E-Mail. Echt? Ja. Name? Cooper heißt er. Jamal Cooper. Aha. Jamal Cooper. Mhm. Sehr netter Typ. Ach, du kennst ihn schon? Ja, mein Mitbewohner. Ach so. Ah. Ja, der ist eigentlich Polizist. Wie ist er denn so? Ist aus Paraguay, ist eigentlich Polizist und wollte sich beim SD oder beim PD bewerben, aber die brauchen alle richtig lang mit den Bewerbungsverfahren. Wie ist er denn so? Super, super cooler Typ. Also ich wohne jetzt mit ihm zusammen, beziehungsweise ich habe ihn jetzt bei mir wohnen lassen, bis er den Job gefunden hat. Ja, erzähl mal ein bisschen was von dem. Ja, wird auf jeden Fall unser Team etwas bunter aussehen lassen. Das reicht auch jetzt schon. Genau. Und kann sich sehr gut ausdrücken, ist super freundlich, sehr nett, trinkt keinen Alkohol, raucht nicht. Ja, dann können wir das nicht gebrauchen. Nee, aber sehr kompetent. Also das mit so dem Buntermachen gerade eine Anspielung auf seine Hautfarbe? Bitte? Ob das mit dem Buntermachen eine Anspielung auf seine Hautfarbe gewesen ist? Ja, er ist maximal pigmentiert, genau. Ja, das ist ja nicht... das ist doch nichts Böses. Lenny. Sagt man das doch. Sag doch einfach, da ist ein Schwatter und fertig. Der ist schwarz. Sowas sagt man doch nicht. Natürlich kann man das sagen. Der ist schwarz. Was ist der denn sonst? Aber der ist auch nicht farbig. Der ist schwarz. Wenn er farbig wäre, würde er wieder ein bunter Fanta-Kuchen rumlaufen. Der ist schwarz. Fertig. Entweder ist er dunkelbraun oder schwarz. Wie wär's mit dunkelhäutig? Ja, mein Gott, dunkelhäutig, mein Gott. Schwatter ist doch egal. Ist das nicht scheißegal? Bei uns im Pott, sagen wir Schwatter. So. Und die wissen das auch. Und die kommen da auch mit klar. Die wollen auch so genannt werden. Die wollen nicht hier farbig genannt werden, weil die sind nicht farbig. Mhm. Okay, na gut. Mann, ey. Ja, ich dachte, ich drück mich mal lieber politisch korrekt aus. Ja, politisch korrekt, schwarz. Richtig. Ja, okay. Ist ja jetzt auch egal, Mensch. Ja. Mann, ey. Ich krieg langsam richtig Hunger. Mhm. Ja, ich auch. Also mal so ein schönes Steak oder so reinzimmern. Oh Gott, haben wir überhaupt Essen bestellt? Nee, wir müssen rein zum Essen. Ja. Ja, warum nimmt er denn nicht hier schon mal Essen auf? Ja, würde ich auch sagen. Hier, der Herr Vito. Na komm, dann gehen wir rein. Ja, dann Abfahrt. Holen wir uns was Schönes zu essen heute wieder. Jo. Heute nehme ich das Steak, du. Immer wieder hier mit Pasta und Gequatsche da. Wäre ich noch blöd. Ja, ist so. Mhm. Speedy, KingCat und Edelurker, vielen Dank für eure Follows. Machbreak, dir auch. Vielen Dank für eure Follows, schön, dass ihr da seid, hallo. Kamin an hier irgendwo?
Ich habe mal ganz kurz die Türen hier links aufgemacht. Falls in irgendeiner irgendwie kurz raus will, einen rauchen oder so. Perfekt. So. Wissen Sie denn alle schon, was denn zu essen sein darf? Ja. Soll ich anfangen oder was? Ja, machen wir von links nach rechts, richtig. Ja gut, dann nehme ich mal das Steak wie gestern. Hier, well. Wie war das nochmal? Medium well war das von gestern. Medium well? Ja. Also jetzt hier nichts Rotes, ne? No. Genau, dann Medium well. Hätte ich gerne. Mit schön mit Kräuterbutter. Ja, genauso wie gestern. Ja, sicher. Perfekto, kriegen wir ihn. Danke. Wer immer. Die bei dem Herren daneben. Ich bin dran. Ja, ja, von links nach rechts. Ich hätte gern von links nach rechts, dann bin auch ich nicht dran. Ja, ich meine jetzt so von der... Ach, egal. Kommt auf den Blickwinkel an. Ja, egal. Aha. Naja, gut. Also machen wir entgegengesetztes Uhrzeigersinn. Ja. Perfekt. See. Dann nehme ich bitte ein Rinderfilet. See. Was haben Sie für eine Grammgrößen? 250 und 500. Nehme ich das 500er Rinderfilet, aber bitte Medium Rare. Medium Rare, kriegen wir hin. Perfekt. Ich hätte gern nochmal den Salat mit Hähnchen, bitte. Aber ohne Käse, bitte. Ja, sie so wegen den Laktose. Laktose, genau. Da habe ich mich schon daran erinnert. Haben Sie Laktose in Toleranz? Ja, da geht's ab, sag ich Ihnen. Danke für die Information. Gut, dass das Essen noch nicht da ist. Ja, sie, jetzt konnte noch den Kurs vergessen, den Informationen, bevor das Essen da ist. Ich kann auch gerne ein, zwei Minuten Pause dazu schon einlegen. Nee, machen Sie lieber weiter. Okay. Ja, ich hätte gern das beste Stück Rindfleisch, das Sie haben. Das ist schon weg. Dann mache ich einfach zwei davon. Und Englisch, bitte. Kriegen wir hin. Und dann noch ein Whisky. Ja, ich hätte gerne Calzone mit extra Käse. So viel Käse, wie Sie drauf machen können. Ja, so viel wollen Sie nicht haben, dann sehen Sie den Calzone nicht mehr. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Wer beißt Ihren Finger, wie Spaß. Und ich kann ihm auch einfach einen Käseklumpen geben und dann ein bisschen Calzone oben drüber. Ja, das geht auch. Okay. Was? Und einen trockenen Rotwein noch bitte. Derselbe wie gerade? Genau, ja. Okay, kriegen wir hin. So, und ich nehme auch ein Steak. Aber mit Kräuterbutter, aber medium rare. Kriegen wir auch hin. Darf es sonst noch bei einem der Herren was zu trinken sein? Ich hab noch, danke. Okay. Aber ich hätte noch einen Wein nehmen. Ja, ja, würde ich mich auch anschließen. Ich hätte gerne noch ein Wässerchen. Zu meinem Steak. Ja, das heißt Whisky. Richtig. Bei den beiden Herren, den Wein gerade wie eben oder einen anderen? Den. Ja. Guck mal, der Vito. Der Vito weiß Bescheid, Chat. Merkt ihr das? Der Vito weiß schon Bescheid. Dann mach jetzt einmal alles fertig. Geil. Und bring ihn das dann gleich nochmal. Vielen Dank. Kali Grü. Ach ja, Kali Grü. Herr Tetzlaff, das macht man an E-Mails. Ach so, ich dachte, das kann man auch so. Das ist nicht einfach so Floskel, nee. Ach so. Na, sehen Sie, da kann ich auch noch was lernen. Ja, klar. Von der Jugend. Ja, klar. Gibt's noch was anderes außer Galligrü? MFG, aber das kann auch falsch verstanden werden. Hä? Wie denn? Versteht man das denn falsch? Wie denn, Lenny? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das... Wir sind privat hier, spuck's aus. Erzähl! Motherfucking Gangster, aber ja. Boah, Lenny! Also, wo zieht er denn die Schuhe? Sag mal, was guckst du dir denn für Filme abends an? Naja, ich kann Englisch. Ich hab B2, ich bin B2 in Englisch. Ach so. Klar, international. Hab ich auch. Ich hätte jetzt mit einem anderen Spruch gerechnet. Welchen? Mich fickt Gerda. Oder sowas. Das glaube ich dir doch. Ja, das wäre jetzt bei mir, das war jetzt bei mir so im Kopf drin. Ja, weiß ich noch nicht. Hallo, Lenny ist erst 22? 23. Günther, ich kann dir eins sagen, ne?
Ich hab den Lenny jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Hm. Der hat faustdick hinter der Ohren, ich sag dir das. Der ist schlimmer so? Wie wir alle. Ja. Hey, das stimmt doch gar nicht. Ja, aber ich erinnere dich an den Abend in der Courantbar. Ja. Ja. Ach, mein liebes Lieschen. So, bitte sehr. Dein Messerchen. Danke schön. Medium, ne? Ja, sieh nicht das Messerchen, aber den Steak. Ja, nein, du weißt, was die. Ja, komm, du hast doch nicht verstanden, alles gut. Nein, no. Vito, alles gut, alles por favore. Okay. No, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Nein, alles por favore. Gestern gesagt, por favor ist. Ja, gut. Ja, reden wir nicht drüber, gracias. Ach, kriegen wir hin, Vito, alles gut. Ach, Kalle. So, bitte sehr, noch einmal der Rotwein. Mhm, danke. Chat, Alter, ist mal mit den Leuten, ne? Haben sie noch so ein paar Oliven oder sowas auf dem Tisch? Mit solchen Leuten, da sprudelt das auch einfach raus, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich jedem nur drei Oliven geben, weil manche mögen ja Oliven und manche nicht, deswegen. Mhm. Perfekt. So, für sie nochmal der Whisky. Dankeschön. Lenny, magst du Oliven? Ja. Der sogar. Rot oder schwarz? Schwarz. Schön Kalamata-Oliven. Mm. Ja, genau. Mm. Prosciutto di Parma dazu. Mm. Großartig, wirklich. So, fass ich nochmal auf der Rotwein. Danke sehr. Wir haben vorhin gar nicht, ich frage jetzt mal so indiskret, haben Sie einen Freund? Ja. Ja. Ja, aber der ist in München geblieben. Und vor sich auch nochmal der Fernbeziehung, also. Bitte sehr. Ja, genau. Funktioniert das, ja? Haben Sie keine Angst? Können wir vielleicht über was anderes reden? Okay, ich merke schon. Ja. Geh mal kurz auf die Toilette. Lenny, alles gut. Lenny, tut mir leid, das wollte ich jetzt nicht. Hey, Lenny. Ja, alles in Ordnung. Wollen wir mal kurz rausgehen? Nee, alles in Ordnung. Okay. Reden wir doch mal über dein liebes Leben, Björn. Genau, ja. Wie ist das so bei den Wikingern? Erzähl mal. Boah, fängt der schon wieder damit an. Wo ja. Hast du deine Schildmaid liegen? Ist so. Ihr knallt doch sowieso alles, was von der Flinte kommt, oder nicht? Also so kenne ich das von den Wikingern. Man sagt immer, rotes Dach, feuchter Keller, so nach dem Motto. Ja. Yeah. Björn, ist da was Wahres dran? Erzähl mal, Björn, so ein paar Chosen. Was soll ich denn da erzählen? Ja, was ist da los bei euch oben? Also in Schweden gibt's auf jeden Fall einige Bretter. Kurz zu Lenny. Okay. Oh. In Schweden gibt's doch einige Bretter. Erzähl mal. Was soll ich denn da großartig, also... Ja, Björn, was ist denn los? Sag mal, du bist doch nicht Brühe, oder? Nö. Aber, keine Ahnung, sind halt Frauen, wie Frauen halt sind. Ne? Halt nur Schwedisch. Ja, weiß nicht, was ich dir jetzt erzählen soll. Ich habe keine tollen Geschichten darüber. Ja, warum denn nicht? Warum? War das nicht in Schweden so, dass zwei Frauen auf einen Mann kommen, oder verwechsel ich das gerade? Ach Gott. Hey, was ist denn jetzt schon wieder da verkehrt? Ups, ey. Ich glaube, ihr denkt an einen Schweden von 800 nach Christus oder so. Ja, das ist ja kein Wunder. Die haben ja damals, glaube ich, 800 nach Christus haben die ja wirklich nur noch wegen Fortpflanzung, ne? Da haben die ja überall. Ja, das war halt wegen der Christianisierung, ne? Ja, ja, die wollten sich Fortbestand sichern. Wollten ja genau den Fortbestand, da haben die ja nur noch Ja, kann man schon so sagen. Gehökert. Ja. Gehökert. Ja, kann ich mich erinnern, Geschichtsstunden. Ja, ja, da war gut damals, mochte ich. Ja, was denn mit dir, Kramer? Was denn? Ja, die aus dem Steakhouse oder was? Was soll denn das jetzt schon wieder? Ich frag doch nur, das war doch keine Kritik. Nee, ach, das hört sich bei dir schon wieder an, als ob du da irgendwas planst. Wie läuft's denn mit dir und der Frau Doktorin, Hobbs? Gut. Ja. Gut. Danke der Nachfrage. Gut. Oh, war die scharf? Inwiefern? Gut. Wie, Hobbs, hast du da was gehabt? Hobbs? Wie hat Hobbs? Wann denn?
Ups. Ich glaub's, erzählen ja, uns wieder nichts mehr. Ich verstehe euch leider ganz schlecht. Ja, dann nimm mal den Quark aus den Ohren und erzähl. Kannst du doch jetzt nicht so stehen lassen. Was? Naja, ganz gut. Ob da was stehen gelassen ist, egal. Der Hobbs wollte Hand auflegen, ne? Ja, auch warum. Hallo. Du hast die Brustvergrößerung durch Hand auflegen. Ja, genau das waren meine Worte. Ja. Und das habe ich überhaupt nicht zu ihr gesagt. Nee, du bist nur mit ihr in den Vogelball. Ich habe sie zur Vogelschau eingeladen. Zur was? Vogelschau. Du warst was ist dabei? Denn eine Vogelschau? What the fuck? Da kann man Vögel angucken. Klingt doch ein bisschen gruselig, Hops. Nee, die mag Enten. Ja, ich auch, in der Pfanne. Du bist sowieso komisch. So, für dich einmal genau wie gestern. Danke. Bitte sehr. So, für Sie einmal 500 Gramm. Ich hoffe, das reicht. Mhm. Wenn nicht, danke. Bescheid geben. Jawohl. So, für Sie wieder Salat mit Hähnchen ohne Käse oder ähnliches. Super, danke schön. Sehr gerne doch. So, für Sie genauso. Das beste Stück gleich. Wundervoll, das tropft ja noch das Blut. Perfekt. Zappelt noch. Ja, wenn es zappelt, wäre es schlecht. Ja, wäre unterhaltsam für den Moment, glaube ich. Sie für den Moment unterhaltsam, aber ich glaube, zum Essen wäre das jetzt nicht so, denn unbedingt was schon ist. So, für Sie einmal Käseklumpen, ein bisschen Calzone oben drauf. Dankeschön. Was, Käseklumpen? Ja. Das habe ich auch noch nicht gesehen, ne? Der Käsi. Ja, ne. Der Abfluss muss, der muss, so, der muss. Für Sie einmal medium rare. Sehr. Danke. Dann wünsche ich gute Hunger. Wenn die noch irgendwas brauchen, die einfach Bescheid geben, ne? Ja. Machen wir. Ja. Perfekt. Dankeschön. Gerne doch. Ja gut, Männer, ich würde auch mal gerne noch mal kurz was sagen, bevor wir hier essen. Ja, mach hin, das Essen wird kalt. Ja, ganz schnell. Danke, ja, nicht so nett, Günther, ey. Danke, ey. Naja, nee, weißt du was? Leg mich am Arsch. Leg mich am Arsch, weißt du? Ganz ehrlich, nimm mal einen Teller und geh weg hier. Oh, ey, tschüss, ey. Ach, jetzt komm. So. Galle. Haben wir hier so ein Plätzchen, kann ich mich irgendwo hinsetzen? Hä, warum, was denn los? Ja, nee, ich muss mal ganz kurz für mich alleine sein. No, komm, ich geh wieder mit dir. Nein, ist gut, Vito. Gib mir mal so ein Plätzchen hier, Mama. Ich stell mir hier vorne meinen Teller hin, warte. Such dir raus. Hä, warum denn? Darum. Ist egal. So. Seh nicht ein, ganz ehrlich, ey. So, hier verarschen hier. Halle. Nee. Jetzt komm. Nein. Du bist ja noch eine größere Pussy als ich. Hat nichts mit Pussy zu tun, das ist Prinzip. Jetzt komm. Geh mir aus dem Licht. Ich komm gleich dahin. Ich muss mich kurz abreagieren. Ah, okay. So. Haben Sie den Salat? Weil da hier Scheiße hier. So. Lecker. Herr Chat, kann ich alles mit Kalle machen? Weißt du, da will der Kalle mal ein paar nette Wörter sagen an seine Kollegen. Und dann so. Nee. Brauchst du denn irgendwas? Bitte? Nee, alles gut. Ich hab alles. Danke. Okay, gut. So. Nix da. Kalle kann man nicht machen, was man will. Wenn wir hier ein paar Sachen reinziehen, ey. Lange nichts mehr gegessen mit Kalle. So, da sitzt der Kalle hier ganz gemütlich.
Kasper, nochmal so einen Whisky bringen, wenn du möchtest. Ich bin mal draußen an Rauchen. Wo bist du, da oder auf der Terrasse? Ich geh, stimmt, auf Terrasse, hier auf Terrasse. Kann ich ja durchgehen? Ja, ist hier klar, da ist offen. Alles klar, ja, danke. Alles gut? Wer ist hier? Bei dir auch? Ja, ja. Alles easy. Ah, Essen war lecker. Ja. Aber sind wir ja schon gewohnt hier. In dem Schuppen. Hoffentlich kriegen wir mal bald Rabatt oder so. Ja, würde ich auch mal sagen. Also wir halten gerade den Laden am Laufen, würde ich sagen. Wenn ich jetzt mal die letzten Tage jetzt beobachtet habe, die letzten beiden Tage hier, ne? Mhm. Oh, Vito, ich danke dir. Ja, es zieh nicht davor, ja, gerne doch. Danke, danke. Bitte sehr. Ah, so. Mal noch einen reinen Kopf. So. Ach. Schmeckt aber auch gut hier. Hm. Ah. Ach ja. Oh, ist echt herrlich hier, ne? So mit der Ruhe. Mann, du. Bin mal gespannt, ey. Hauptsache die spielen auch vernünftige Mucke gleich in dem Schuppen da und nicht irgendwelche Rotz-80er. Dann geh ich da mal hinter die Theke, das sag ich dir. Ja, das ist schon... Ich bin ja auch nicht so der Club-Typ. Ja, das dachte ich mir schon, Björn. Was schon gedacht? Ja, du kommst mir nicht wieder wie der Party-Löwe hier rüber. Sag mal. Gut, hast recht, aber trotzdem. Ja, ist doch so. Ja, ich bin halt lieber der, der einfach rumsitzt und... Ja, du bist jetzt nicht der, keine Ahnung, der schwedische Samba-Tänzer. Nö. Aber ist ja auch nicht schlimm, musst du ja auch nicht. Ich sitze lieber rum, hab meine Ruhe und trinke ein Bier. Ja. Ich bin ja auch kein Tanzpudel da, ich sitze da auch, hör mir einfach schöne Mucke an. Und knall mir einen hinter die Birne. Ich bin tatsächlich auch gar nicht eher so der Typ, der irgendwo generell irgendwo hingeht und was trinkt. Ich bin eher so dieser, ich mach mir zu Hause einen schönen Abend und sitze an der Unterhose und hol mir einen Sixpack oder so. Ja. Das ist eher so mein Ding. Warum nicht? Und dann ärgere ich mich am nächsten Morgen, was für eine dumme Scheiße ich schon wieder gemacht habe, oder das hier was anderes. Ja, passiert. Vor allem, wenn aus dem Sixpack dann irgendwie ein Kasten wird. So, wollen wir noch rein? Ja, warte mal. Telefon. Ja, no. Ich komme gleich nach. Okay. Guten Abend, Kalle. Dominik hier. Ja, Mahlzeit, Dominik. Ich hatte gerade gesehen, dass du mich versucht hattest zu erreichen. Ja, ich wollte mal wissen, was bei dir los ist. Boah, nicht viel. Wie, was soll das denn heißen, nicht viel? Ja, ich sollte eigentlich heute einen Anruf bekommen von einer Dame vom PD. Bisher halt nichts bekommen. Ja. Ich habe noch Hoffnung, dass ich noch angerufen werde, sag ich mal so. Ja gut, alles klar. Wir hoffen wir mal. Ja, bei mir ist alles in Ordnung soweit. Ja, das ist super. Alles perfekt. Bis heute Abend unterwegs. Ja, ich bin nachher mit ein paar Kollegen auf dieser 80er-Party. Im Medusa? Ja, genau. Da werden wir uns sehen dann. Ja, und perfekt. Da fahre ich mich gleich auch hin. Ja, wunderbar. Das ist ja super. Dann können wir uns ja gleich mal schön einen reinkloppen da. Ja, auf jeden Fall. Alles klar, Dominik, dann bis gleich. Super, bis später. Hau rein, ciao. Wo ist denn jetzt mit Kalle eigentlich? Wo ist denn jetzt der Kalle hin? Da ist er. Kalle. Ja? Du willst was sagen? Nö. Nö.
Warum nicht? Nö, ich will nichts mehr sagen. Alles gut. Okay. Jetzt sei doch nicht so. Was ist denn? Ist alles in Ordnung? Alles gut. Hau raus jetzt. Ja, jetzt sag's doch nochmal. Nein, ist alles gut. Ist alles locker. Mal Zeit für ein Schnappes, wa? Ich hab mich schon, hab schon drei Whisky auf. Ich wär dafür, es ist an der Zeit für ein Digestiv. Was? Na, wir hatten vorher ein Aperitif und jetzt nehmen wir ein Digestiv. Genau, so heißt das. Aber Magenbitter gibt's, glaube ich, nicht, ne? Nee. Ich hab kein Ramazzotti oder so. Ein Ramazzotti wäre natürlich jetzt schon was Schönes. Mit Eis und Zitrone. Aber der hat ja gesagt, die wollen noch mal gucken, weil die jetzt draußen die Bar haben. Ja, genau. Mal gucken, vielleicht haben die da eine Zukunft, so was, das wäre schon schön. Jetzt können wir uns in Zukunft breit gefächert wegknallen. Ja? Wegen Wegknallen fahre ich hier nicht immer hin. Nicht? Ich finde das Steak lecker. Ja, stimmt. Ja, gut, ja. Essen ist gut. Und das ist das Ambiente hier schön. Wie gesagt, wenn da hier noch irgendwie so ein Pianospieler oder ein Geigespieler wäre, das wäre auch nicht schlecht. Mhm. Oder so ein Roland Kaiser-Double. Wäre auch also mega. Das mit Roland Kaiser, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, Herr Tetzlaff. Warum nicht? Naja. Also, Schlager schön und gut. Aber das ist dann doch für mich persönlich eine Nummer zu viel. Ich sag auch immer, ich mag das nicht, aber ab einem bestimmten Pegel sieht man automatisch mit. Das sage ich ja. Das stimmt. Kennen Sie schon die Kunat-Bar, Herr Tetzlaff? Nee, ich war noch gar nicht aus. Ah, okay. Das ist beim PD so eine relativ coole Kneipe mit Fassbier, selbstgebranntem Whisky und einer großen Auswahl an Zigarren. Es scheint anscheinend eine Polizistenkneipe zu sein oder so. Okay. Ja, aber auch sehr eng leider. Ja, aber ist ja wenn da mal ein bisschen Wetter. Überlauf ist. Ja, eng ist ja auch nicht zwangsweise scheiße. Ja, was denn? Ich habe nur gerade was im Hals. Warum, wo wir doch da waren, war doch gut. Das ist ja. Eine Raucherkneipe. Ja, ich habe vielleicht nie die besten Erinnerungen an die Bar, aber ich glaube, wir müssen da sowieso nochmal hin irgendwann. Ja, ja. Die hat mir wirklich sehr gefallen. Also Whisky, da stehe ich schon drauf, muss ich sagen. Wobei Raucherkneipen immer so ein Verhängnis sind. Bitte? Was machen wir denn jetzt? Ja, wir fahren jetzt zum Club 80er. Ja, wir fahren jetzt. Gucken. Wir fahren jetzt, ich würde jetzt sagen, wir fahren mit den Autos zur Firma, geben Rodriguez die Autos wieder und dann holen wir uns ein Taxi, oder? Perfekt. Auf geht's. Achso, wir müssen noch bezahlen. Ja, mit Taxifahrer freut sich. Dann Vito. Können wir vielleicht noch beim Tätowierer vorbeifahren, damit ich meine Karre da abholen kann, bevor ich nicht mehr fahren kann? Nein. Jetzt macht das auch keinen Unterschied mehr. Ja, was denn? Also ich fahre dich nicht morgen, da stehen lassen. Ich fahre dich morgen dahin. Vito, wir würden gerne bezahlen, bitte. Sehr klar. Ich rechne ganz kurz aus. Ich bin gleich in Rechnung. Ja. Ja, danke, Hobbs, ne? Ja, ne? Ja, danke, Hobbs. Gerne, Günther. Lassen wir jetzt wirklich das Geburtstagskind zahlen? Kaline, was denn? Also, komm schon runter, ja, wer soll sonst bezahlen? Da steppt dann der Bär. Hoffentlich ist da was los. Okay. Hoffentlich. Und wie gefällt Ihnen das? Chat, seid ihr noch am Start oder was? Lecker, ey. Finde ich auch. Ich glaube, es wird wieder Zeit, wieder ein bisschen für Musik hier, damit man wieder ein bisschen aufwacht da im Sessel, wa? Oh Gott. Was? Vito. Ja. Wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Ja. Schönen Abend euch noch. Ciao. Ja, ja Vito. Wahrscheinlich bis morgen. Hau rein. Ja, bis morgen. Schönen Abend dir noch. Euch denn auch. Hey, Kramer. So, Männer, habt ihr wieder Bock oder was? Ich hab immer Bock. Dann wusste ich schon, dass du immer Bock hast. Ja, na. So, was hören wir denn? Nochmal eine Runde Wolle oder was? Ja, was hast du noch was anderes von Wolle? Ja, nee, ist gerade ein bisschen schwierig mit dem Handy.
Aber warte mal, ich guck mal ihn kurz. Warte mal, ich guck mal. Ich hab vielleicht noch was anderes Schönes. Ich glaub, das könnte euch auch gefallen, Jungs. Wahrscheinlich dem Hobbs eher weniger. Warum? Ja, du bist ja nicht so der Schlager, Mensch. Hast du nicht was von Hippie Hoppy noch? Von wem? Och, ja, Gott. Doch, aber da ist ja hier wieder... Komm, wir müssen dem Dings auch mal ein bisschen, weißt du? Wer hat denn heute Geburtstag? Ah, stimmt. Ach, ja, lass dir was wünschen. Doch Arsch mit deinem scheiß Argument jetzt schon. Ja, gut, er hat Geburtstag, das müssen wir respektieren. Dann machen wir nochmal Hippie Hoppy, okay? Gut. Ist egal, welche Richtung, Hippie Hoppy, oder? Ja, so KKS oder Sido oder so, das wäre schon so meine Richtung. KKS oder Sido? Bei Sido, da muss ich sagen, wäre ich auch dabei. Ja, da muss ich aber mal gucken, ob das hier in meinem Handy auch so alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Da musst du ja nicht so schnell fahren, warte mal. Sido, müsste eigentlich möglich sein. Wisst ihr was, Jungs? Was? Ja. Du hast ja gerade gesagt, Sido oder KKS, ne? Ja. Ja, gleich beide zusammen. Ja, siehe, auf geht's, Jungs, Vollgas! Oh, guter Song.